Ich mag das überhaupt nicht, hier mit einem Auto zu fahren. Die Steuerung ist so eigenartig. Oh, vielleicht geben die ja schon mehr. Ja, ich weiß, es wird attackiert. Ich habe doch hier noch. Ich habe keins mehr. Ich kann aber bauen. Ja, toll. Es ist der Turm zwar in Reichweite für den Wurm, aber andersrum nicht. Noch ein bisschen Gift. Und reparieren. So, jetzt ist gut. Dann wandere ich mit dem eben nach oben. Jo. Gut, das müsste reichen. Den Turm reparieren. Ich hätte gerne nur einen Stapel an Türmen. Und das gibt jetzt, naja, über 500, also 580 ganz genau. Das ist doch ganz schön. Dann kann ich zumindest jetzt wieder eine Zeit lang mit Lila in Paketen forschen. Aber die Anzahl an Rohstoffen auf den Feldern wird sowieso mehr, je weiter die von meiner Base weg sind. Deswegen mache ich mir da auch keinen Kopf. Da sind die Labore. Ich würde mich gern hier irgendwo hinstellen und parken. Wie viel Kohle habe ich da noch? Na, ein bisschen, was ist noch drin? So, dann viel Spaß damit. Und jetzt hoch zum Bahnhof. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Und das könnte ich eigentlich erweitern. Ich weiß, Bahnhof. Aber ich brauche jetzt dann auch langsam mehr Schaltkreise, weil das ein bisschen zu stocken anfängt. So, hier noch einer, hier noch einer. Dann ist das auf jeden Fall schon mal auf gleicher Höhe. Hier auch. Dann die Strommast noch eben tauschen. Der kann weg, ja. Dann mache ich die zwei so und na, okay. Habe ich den gar nicht. Das wäre cool. Dann ein Blueprint. So. Da fehlen dann die Masten für die Greifarme. So. Genau. Und dann. Nein! Nein! Ja, die fangen jetzt an zu bauen. Alles, was irgendwie in Anbieterkisten drin liegt, wird geholt oder in Lagerkisten. Das wird gebaut, also halt hingesetzt.
Und dann mache ich eben noch ein paar von den Montagemaschinen. Dann können die nämlich auch gleich in eine Kiste rein. Das ist das, was fehlt. Die Bänder fehlen. Weil es auch eine Stahlkiste ist. Hier. Dann packe ich da auch die Unterirdischen eben mit rein. Zehn Montagemaschinen. Die Anforderungskiste. Das sind Anbieter. Montagemaschinen. So. Ja, 10 Stück. Genau. Strommasten sind da. Sind die Bänder da? Ist eigentlich alles da. Bis auf die Kisten. Dann macht den Kugelschaden. Was wollte ich noch jetzt? Die Kisten, glaube ich, wollte ich stellen. Und hier. Wie viele Bauroboter habe ich denn eigentlich? 12, ja, dann ist das kein Wunder. Wo ist es denn? 50 Stück. Bauroboter, glaube ich, waren die grünen. Jo. Dann machen wir alle 50. Dann wundert es mich nicht, dass das so lange dauert. Wo sind sie? Da, 16 Stück. Und nochmal 10. So. Dann könnt ihr jetzt schon mal rumwuseln, wenn ich dann jetzt zu dem Bahnhof hochgehe und... Ach, aua. Da nochmal was in da. Ach. Es ist leer. Da kann aber hier so anders rum. Ja. Und dann da. Oh, 10 Masten. Nein, noch 49 Sachen. Die Arme fehlen. Die Lichter, auf die kann ich verzichten. Und auf diesen Holzmasten eigentlich auch. Aber die Arme. Ich würde ja noch eine Anbieterkiste machen wollen. Und diese Greifarmkiste eben zu einer Anbieter. Es ist ein Anbieter. Es ist nicht im Netzwerk. Es ist zu weit weg. Kann ich einen... Nein. Ich brauche Zahnräder und Stahl. Habe ich genügend? Ja. Und noch ein bisschen Stahl. Ist gut, ist gut. Ich baue doch schon. Strommasten habe ich. Ist alles da. Schwupps. Weg damit. Dann wird jetzt der... Ja, wo baue ich denn den hin? Ist ja... Ne, toll. Hier unten. Hier. So. Strom hat er ja anscheinend. Ja. Ja, jetzt holen sie die Arme ab. Gut, gut. Bahnhof. Sind die auch schon begrenzt? Ja. 1A. Alles super.
Dann hätte ich gern. Ja, den Kugelschaden. Habe jetzt genügend Artefakte geholt. Weil dann kann ich die Nester schneller kaputt machen. Wo bleibt der Zug, da ist er. Pünktlich wie die Bahn. Zumindest, dass man so hört. Wie viel schafft er da jetzt eigentlich immer so rein? Schon einige. Ach so, halt. Bevor ich da jetzt hochfahre, ich habe genügend Greifarme dabei, denn die wollte ich noch ändern. Die wollte ich austauschen. Dann könnte das erstmal wieder weg. Und die Greifarme und ja, halt irgendwas brauche ich ja eh irgendwie alles immer. Und suche alles und finde es trotzdem nicht. So, dann kann ja jetzt mal hier alles ausgetauscht werden. Und dann baue ich noch eine Reihe dran. Das klappt. Und den hätte ich gern hier. Und dann habe ich wahrscheinlich gleich einen Stromausfall. Und ich... Oh, ich habe Bänder dabei. Das ist ja... Aber nicht genügend. Ach ja. Ja, dann muss ich nochmal los. Aber den Bahnhof habe ich geändert. Das wollte ich ja eigentlich machen. Na, da fehlt Strom und ich komme nicht hin. Hier noch einen Masten und den einfach versetzen. Doch nicht, weil dann fehlt hier Strom. So, jetzt aber. Und was ich ändern wollte, ist ein zweites Band runterbringen. Dann ist das Band hier bis zur Hälfte zuständig. Und das zweite Band die andere Hälfte. Und dann läuft das noch ein Ticken flüssiger. Und da kommt auch schon der Zug. Wie gerufen. Als wäre es geplant. Na, ich finde das echt cool. Ich schaue mir das auch gern an. Das Konzept ist übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, von Negative Root und Matt Suri. Verdammt cool. Die kennen sich da aus. Ich kann sowas nicht. Ich kann es nur nachbauen. Das war's. Und vielleicht ein bisschen erklären. Aber... Ja, das sieht man ja in Folge 31. Es war eine Katastrophe. Da waren ja mehr Schnitte drin als sonst was. Und schlau geworden ist man, glaube ich, auch nicht daraus. Ja, hier fehlen Kisten. Warum fehlen hier Kisten? Tjo. Dann können die halt schon mal voll gemacht werden und... Später irgendwann kommt dann noch kommen noch mal zwei Bänder da und ja, überall Eisen. Wohin das Auge schaut, Eisen.
Strom ist ja noch da. Beziehungsweise, wie sieht's aus? Ernsthaft? Ach, ich mache echt klein Solar. Die Paneele habe ich ja schon, ich brauche nur die Akkumulatoren. Oh, was sind sie denn? Hier nicht. Hier sind sie. Eisenplattenbatterien, das ist ja relativ schnell gemacht. Aber ich muss jetzt los. Das mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. So, willkommen zurück. Ich habe in der Zwischenzeit mal die Bahnhöfe rausgesucht. Beziehungsweise halt den Ausladebahnhof, wie der gebaut werden sollte. Und mir ein Solarpanel-Layout rausgesucht, das ich auch immer in einer anderen Welt benutzt habe. Und das funktioniert ganz gut. Das werde ich hier auch machen. Aber was mache ich jetzt? Akkumulatoren. Ich kann mich erinnern, da war was mit Akkumulatoren. Und die brauchten ja nur Batterie. Oh. Oh. Strom. Einer hier. Und einer hier. Und unten das gleiche. Da. Und da. Ansonsten bringt mir das nichts, wenn jetzt hier mehrere Montagemaschinen sind, die grüne Schaltkreise machen. Aber die Greifarme keinen Strom haben. Okay. Was passiert da draußen? Akkumulatoren. Roboter Geschwindigkeit 4. Man, die sind ja schon schneller, aber dann wird es noch einfacher für die, mit dem Ganzen hier klarzukommen, all die Kisten zu beliefern. Ja, ja, ganz gut. Ja, erstmal, wie immer, irgendwo eine hin. Ich brauche Eisenplatten und Batterien. Und ganz ehrlich, die werde ich hier reinklatschen. So. Ein Arm zum Rausnehmen, einer zum Reinlegen und ein Arm für die Anforderungskiste. Batterien. 400 Stück. Und eine Anbieterkiste. Mhm. 200. Ich glaube, man braucht so 180. 180 Akkumulatoren und von denen braucht man auch viele. Aber da sich ja der Stahl mittlerweile gefangen hat, kann ich das auch auf 200 stellen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann noch die Akkumulatoren. So. Dann könnte ich ja auch endlich mal den Blueprint von dem Bahnhof machen. Na, es gibt noch so viel zu tun. Ich möchte gerne die Schienen verdoppeln. Ja, also linke, rechte Seite. Ich brauche aber auch noch Öl. Ich brauche die blauen Schaltkreise und... Okay, Elektrizität lässt wieder nach. Das. Ach.
Ja, und dadurch könnte ich auch nicht mehr genügend pumpen, ne? So. Ja, wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Also ich denke mal, so richtig effektiv wäre es, wenn an jedem Heizkessel eine Pumpe dran ist, aber da fehlt mir halt der Platz für. Ich würde eben gern all das Eisen hier abbauen und verarbeiten. Und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann ja, dann kann ich hier halt einen riesen Solarpanel erstmal hinstellen. Und das Kupfer müsste ich dann noch abbauen hier. Und dann könnte ich hier alles noch zupflastern. Und vielleicht kommt das sogar dann komplett weg.